auf Streife. Schichtwechsel auf der Wache Köln-Mülheim. Bevor Christian Reuter seinen Fuß in die Leitstelle setzt, steckt er bereits im nächsten Einsatz. Hallo. Hallo. Was haben Sie vor? Ich möchte nur was aufhängen. Sie möchten was aufhängen? Ja, meine Tochter. Sie wissen aber schon, dass Sie hier die Polizeiwache bekleben. Ja, aber ich kann doch ein Bild hier aufhängen von meiner Tochter. Ja, aber ich vermisse Sie, die. Sie vermissen Ihre Tochter? Ja, meine Tochter. Ich vermisse meine Frau auch. Nee, meine Tochter hat sich nicht mehr gemeldet. Mama. Ich mache mir Sorgen. Mama, komm, jetzt lass das doch. Nein. Das ist doch übertrieben. Nein. Wirklich, komm, nein. Das bringt doch nichts. Sie sind der Bruder, quasi der Sohn. Nein. Hier. Ich bin der Sohn Leon Gerz, das ist so. Meine Mama Inge. Und Sie vermissen Ihre Tochter bzw. ja. die Schwester? Schon was, länger oder was? Was heißt vermissen? Nein, sie hat sich seit heute Morgen nicht mehr gemeldet. Ja, und wieso kommen Sie dann nicht erstmal rein? Ja, bei Ihnen dauert das ja alles so lange. Ich muss was aufhängen, damit die Leute wenigstens was gucken. Was dauert bei uns lange? Ja, bis Sie was machen, bis Sie meine Tochter suchen. Ja, wie alt ist sie denn? 23, aber sie hat sich nicht mehr gemeldet. Ja. Pass auf, dann sprechen Sie sowieso erstmal vorher mit mir ab, bevor Sie hier was ankleben. Dann lassen wir mal rein. Das eine Bild doch dann können nicht. Wir, ja, meinst du, wenn jeder so denkt? Mama, ich sag doch, das ist übertrieben. Nein. Kommen Sie, Sie sind Frau? Gerz, Inge Gerz. Gerade bei vermissten Fällen von Erwachsenen bzw. Volljährigen werden wir nicht direkt alle Hebel in Bewegung setzen. Es gibt natürlich auch Erwachsene, Volljährige, die nicht gefunden werden wollen oder die einfach nur mal eine Woche ihre Ruhe haben wollen. Deswegen wäre es da nicht effektiv, da dort alles in Bewegung zu setzen. Sollten jedoch Anhaltspunkte vorliegen, dass dort Straftaten vorliegen in Verbindung mit diesem Verschwinden, wird natürlich alles hochgefahren und wir versuchen alles, diese Person zu finden. Wie heißt das Mädel denn? Anna Gerz. So, ich nehme mal eins hier, schreibe ich mir das mal hier auf. Anna. Und die Anna ist 23. Ja. Weil sie eben ihre Sorge, dass wir nicht schnell genug handeln, das ist in dem Fall tatsächlich so. Die ist 23 und vielleicht ist sie ja wirklich mit einer Freundin unterwegs, irgendwo einen Kaffee trinken oder wie auch immer und hat einfach mal... Glauben Sie mir, die meldet sich immer bei mir. Ja, vielleicht ist sie das ja. Das wird sie sein. Ach ja, Moment. Ja, Gerz. Anna, ja. Wo bist du? Ich mach mir Sorgen. Ja, ja. Moment, ja. Alles gut, ja. Moment. Mama. Was ist denn los? Sie hat angerufen. Hier. Ja. Hier, Frau Gerz, setzen Sie sich mal hin. Sie wird festgehalten. Sie wird festgehalten. Komm, setzen Sie sich mal bitte hin. Sie sind ja völlig durch. Ja, aber ich muss mein Kind. Frau Gerz, setzen Sie sich bitte mal hin. Natürlich ist das Ihr Kind. So, wo wird sie? Sie ist in der Autowerkstatt. Sie ist bei meinem Ex-Mann. Sie wird da festgehalten. Hat sie jetzt am Telefon gesagt? Hat sie gerade gesagt. So, was ist das für eine Werkstatt? So ein Autowerkteile. Ja, ruhig. Und wo ist diese Werkstatt? Die ist... Ich habe irgendwo noch eine Karte. Hast du die Karte? Ich wusste meine Tochter, ich bin total. Jetzt sind Sie erstmal hier bei der Polizei und jetzt beruhigen Sie sich erstmal, wir wollen Ihnen ja helfen. Und Ihr Ex-Mann heißt Dirk. Dirk, der heißt Dirk, mein Ex-Mann, ja. Ich habe mich von ihm scheiden lassen. Ja. Am Anfang war er ein guter Mann. Aber nachher hat er versucht, meine Tochter anzumachen. Und die hat tatsächlich gesagt, sie wird da festgehalten. Ja, sie wird festgehalten. Da steckt bestimmt dieser Dirk hinter. Ja, versuchen Sie mal, ihre Mutter zu beruhigen, ja? Wir bleiben jetzt schön hier sitzen. Komm, wirklich. Bei dem Ex-Mann handelt es sich um den Stiefvater der festgehaltenen Frau. Da die Polizeioberkommissare Stefan Sindera und Paul Richter unweit der Autowerkstatt in Köln-Meschenich auf Streifenfahrt sind, übernehmen sie den Einsatz dort. Sind Sie der Jansen? Nein. Wollt ihr zu meinem Chef? Ja, ja. Der Chef hier. Ne? Treibt sich da hinten in der Werkstatt rum. Hofft mal darüber. Wenn das okay. Der Herr Jansen ist, dann würden wir da mal hingehen. Ja, der treibt sich da drüben irgendwo rum. Ja? Okay, danke schön. Danke. Warte mal. Ist er das? Ne? Nee, ist ein junges Mädchen. Jung, ne? Hallo. Guten Tag. Ist alles okay bei Ihnen? Ja, alles bestens. Alles bestens? Na, wenn alles bestens ist, dann sitze ich eigentlich mit einem Lächeln irgendwo und weine nicht. Was ist los bei Ihnen? Das ist mein Chef. Achso, darf ich fragen, heißen Sie Gerz? Nein. Achso, okay. Ich heiße Kira. Ja. Und ich bin hier auszubilden, mein Chef.
hat mich sexuell belästigt und mich angefasst und wollte mich küssen. Aber das wollte ich nicht, aber er hat mich trotzdem weiter bedrängt. Das ist so eklig. Wann war das denn? Gerade eben. Ich bin rausgelaufen und habe mich versteckt. Ist das vorher schon mal vorgekommen, sowas? So Annäherungen? Ja, aber es war... Am Anfang dachte ich, er macht nur Witze. Und dann ist es aber immer mehr geworden. Aha. Aber heute war es am schlimmsten. Wie alt sind Sie denn, wenn ich frage? 21. Okay. Wo war der Chef denn gerade? Drin im Büro. Bleiben Sie mal hier sitzen. Ja. Wir gehen mal zu dem. Okay. Wir wollten eben mit dem sprechen. Also, wenn Sie Papiere haben, dann gucken wir uns die gleich an, dann nehmen wir das alles auf. Ja? Okay. Wenn Sie einen Ausweis irgendwo haben. Ja. Aber lassen Sie sich Zeit. Ne? Wir kommen gleich wieder auf Sie zu. Was ist das hier für ein gruseliger Betrieb? Nee, ne? Keine Sau weit und breit. Der ist mir jetzt schon sympathisch. Ja, ich habe jetzt schon richtig Bock. Ja. Hallo? Hoch. Haben Sie erschreckt? Polizei Köln. Was haben Sie denn da? Den Koffer, den hatte ich vorhin draußen gefunden. Ich wollte nur mal gucken, wem der gehört. Wollten Sie jetzt nicht selber anziehen, ne? Nein, passt mir ja nicht. Aber der Koffer stand draußen vor der Tor und ich habe ja jetzt mal nachgewühlt, um zu gucken, vielleicht eine Adresse drin ist oder so. So, mit Frauen haben Sie das ganz gerne, ne? Nein, ich wollte das nur an der Seite räumen. Vielleicht hätte dann irgendwas drunter gelegen mit einer Adresse. Pass mal auf, Herr Jansen. Es geht nämlich um Folgendes. Ja. Bei uns ist eine Frau auf der Wache und wir sind hier, weil sie sagt, sie haben ihre Tochter eventuell der Freiheit beraubt. Das ist die Frau Gerz. Wer erzählt denn sowas? Das ist die Frau Gerz, das ist ihre ehemalige Lebensgefährtin. Ach, meine Ex, Alter. So, sehen Sie, so. Nichtsdestotrotz, gerade eben kommen wir hier aufs Grundstück, kommt uns weinend oder sitzt da weinend in einem Reifenstapel ein junges Mädchen, arbeitet bei Ihnen. Meine Auszubildende. Richtig. Ja. Was ist richtig? Was ist denn da vorgefallen vorhin? Gar nichts. Ich hatte am Auto, habe ich repariert, vorne im Kofferraum, ja. Hinten zumindest, vorne am Motor ein bisschen und dann bin ich hier rein. Bin wieder raus, da stand der Koffer da, den habe ich dann mit reingenommen hier hin. Und hab nachgeguckt, wem der gehört, weil der stand da alleine draußen rum, was wir noch nie hatten. Ja. Und ich habe jetzt einfach nur geguckt, ob da eine Adresse drin ist. Ja. Wo haben Sie denn die Kratzspuren am Arm her? Das war vom Motorraum. Weil der Motor sich ein bisschen gelockert hat, der ist ein bisschen runtergekommen und der ist da drauf gegangen. Mhm. Bin trotzdem unklar, wieso Ihrer Auszubildende uns da so eine Geschichte erzählt. Welche Geschichte denn? Ja, ihr sagt, dass Sie sie angefasst hätten. Versucht hätten ich hab die Schnepfe angefasst? Dann, ja, dann sagt sie. Der 58-Jährige beteuert, seine Mitarbeiterin nicht angefasst zu haben. Ehe ihn die Beamten weiter in die Mangel nehmen, senden sie ein Foto des Koffers an die Kollegen auf der Wache Köln-Mülheim. Ist das zufällig von der Anna? Ja, das ist von Anna. Ja? Das haben wir doch vor kurzem gekauft. Ja, das ist Anna. Ja, das ist ja ganz gut. Ja. Und der Koffer ist dann auch aus ihrem Haushalt? Ja, ja. Ja. Aber das ist doch Annas Sachen. Ja gut, dann heißt ja noch nichts. Haben Sie denn irgendwie Erkenntnisse, dass Anna irgendwie verreisen? Vielleicht wollte sie auch verreisen. Nein, hat sie mir nichts von gesagt. Wieso war sie verreisen? Wieso ist das der Koffer ja, weil denn das Mädel, da? Weil das Mädel 23 ist und vielleicht... Sie führt sie führt ein eigenes Leben, nur wenn sie uns nicht Bescheid sagt. Das heißt ja nicht, dass sie das nicht darf. So, nichtsdestotrotz beunruhigt mich dieser Anruf natürlich auch noch. Ja, klar. Ne, die Kollegen sind ja vor Ort und die werden die mit Sicherheit schon finden. Da haben wir schon zugemerkt, dass das ein bisschen komisch ist. Ne? Sie haben da Kratzspuren am Arm, das ist aus dem Motorraum. Die junge Dame, die wir gerade angesprochen haben, der Kollege und ich beide gesehen, die hat Blutanhaftungen an den Fingern. Wenn wir die gleich ansprechen und dann einen Vergleich machen, dann sind sie erstmal als Lügner enttarnt und zweitens sind sie Straftäter. Ne? Ja gut. Mann, ich habe sie vielleicht mal hier draußen angetatscht. Aber das tut ja keinen weh. Das war einmal und gut. Nee, das war nicht einmal. Das ist in der Vergangenheit, dass wir das wohl mal so angetatscht haben. Das hat sie gesagt. Aber jetzt ist es offenbar zu mehr gekommen. Sie haben sie auch versucht zu küssen. Sie haben versucht zu küssen. Es kann keine Rede von sein. Ich habe sie einmal am Hintern gefasst und dann hat die sich und finden gedreht. Sie das normal für eine Auszubildende? Ich habe ja immer gedacht, da kommt was von ihr, weil sie ist ja auch ein bisschen volljährig und sie hat mich ja auch die ganze Zeit schöne Augen gemacht und alles. Ach so ist das. Was ist denn mit der Geschichte von der Frau Gachs dran? Die hat von meiner Ex-Frau, die Stieftochter von mir habe ich nichts mehr zu tun. Ich bin ja auch hier kein Fundbüro für verlorene Mädchen. Ja. Ich habe den Koffer draußen gefunden. Mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Die Polizisten spüren, aus dem Mann ist nicht mehr herauszubekommen. Sie suchen deshalb nach der jungen Frau. Dabei überschlagen sich jedoch die Ereignisse. Oh, was ist das für ein Knall? Hey, alles klar?
Brauchen Sie einen Arzt? Ist alles okay? Nein, ich hab's eilig und hab einen Termin total verschwitzt. Okay. Und jetzt sind Sie in die Mauer reingegangen. Ja, ich hab die nicht gesehen. Haben Sie nicht gesehen, oder? Schlecht. Ich hab's so eilig. Diese Kratzspuren, die sind jetzt aber nicht von dem Unfall, oder? Ja, das passiert halt in der Autowerkstatt. Das ist normal. Ja, das scheint Ihrem Chef auch gerade schon passiert zu sein. Ja, das ist ganz normal. Zeigen Sie uns mal das Auto, das war einmal geworfen. Sie sind Halter vom Auto oder wem gehört der Wagen? Ja, das gehört einer Kundin, das Auto. Das gehört einer Kundin? Da müssen wir vor Ort. Hallo, geben Sie mal Ihre Papiere. Mal gucken hier mit Ihren ganzen Kratzspuren. Anne für den 1539. Ich wollte das Handy zurückgeben. Ja, super, alles klar, danke. Die 1539 hat sich nochmal gemeldet. Da war ein kleiner Unfall auf dem Gelände von der Kfz-Werkstatt und ein Marius Redlich ist da festgenommen worden, mit dem verhandeln sie den befragen sie gerade. Okay. Aber der ist da als einziger angetroffen worden. Vielleicht, nein, von dem Mädel keine Spur, ja, von dem Herrn Jans. Marius Redlich. Vielleicht sagt euch der Name was dann. Ich frage mal, danke. Ne? Ja, halten Sie auf Laufenden, ja? Ja, sicher, klar. So, die Kollegen haben sich gerade noch mal gemeldet. Sagt Ihnen der Name Marius Redlich irgendetwas? Nee, kenne ich nicht. Wer ist das? Der ist da angetroffen worden auf dem Gelände von Ihrem Ex-Mann. Ihnen sagt er was? Marius Redlich? Ja, das... Ja, wer ist das denn? Mama, reg dich nicht auf. Ja, wer ist das? Marius ist der Freund von der Anna. Wie? Ja. Der Freund von ja, Anna? Ja, 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 genau. Bleib ganz ruhig. Der arbeitet bei Dirk. Nein. Doch, doch. Aber was nein, das, genau deswegen haben wir dir nichts gesagt. Deswegen, nein, bleib ganz ruhig. Darf, nein, da darf, sie, kein, ruhig darf sie keinen Freund haben? Soll sie keinen Freund haben, oder was? Doch, aber wir haben schon geahnt, wenn rauskommt, dass Anna mit dem Mitarbeiter von Dirk zusammen ist, dass das für Mama... Ich glaub's naja. Nicht. Ja gut, aber der geht ja dann arbeiten und ist ja egal, wo er denn... Also... Ja, aber doch nicht bei meinem Ex-Mann. Für mich ist das nicht schlimm, aber nee. Wir aber dachten nicht schon, Mama, Mama... Nein, ich find's nicht in Ordnung. Nein, du und Anna unter einer Decke. Also ich glaube es nicht. Wieso hat Anna mir das nicht gesagt? Genau. Wieso muss ich von dir erfahren? Grund. Zeigen Sie uns einmal vorne die Schlüssel. Haben Sie am Mann schon oder steckt er noch? Der steckt noch. Ja. Zeigen Sie uns einmal. Was haben Sie da im Auto noch drin? Keine Ahnung. Was klappt da jemand? Ich weiß nicht, was das ist. Kein... Lass euch stehen. Ach Gott. Hey. Ganz locker bleiben. Die Hände aus den Taschen. Ich will die Hände sehen. Ich helfe Ihnen. Hier ist ein Mädchen. Hast du es gesehen? Nee, ich habe gar nichts gesehen. Warten Sie, ich helfe Ihnen raus. So, mach die Dame. Wer sind Sie denn? Anna. Ach, Sie sind Anna Gerz. Ja. Ich dachte schon, Sie wären die Besitzerin hier von dem Fahrzeug. Warum die 23-Jährige unter Pelzen lag, ist unklar. Ihr geht es körperlich zumindest gut. Dennoch ist sie außer sich vor Wut. Hey, Arschloch, sag ruhig, mal, ruhig, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles gut. So, Hand nach hinten. Kann doch nicht sein. Das heißt, brauchen Sie einen Arzt? Nee, ist alles okay. Sicher Fahrzeug? Das geht schon. Okay, wer ist der Herr denn? Ja, wirklich, ich verstehe das nicht. Ich wollte gerade eben noch mit ihm zusammen in Urlaub fahren. Wer ist er denn? Das ist mein Freund, dachte das ist ich Ihr Freund? Eigentlich bis eben. Ja. Der sperrt Sie in den Kofferraum? Ja. Ich kann nämlich sagen, Ihre Mutter sitzt bei uns auf der Wache und die hat angegeben, dass Ihr Ex-Freund, also quasi Ihr Stiefvater, hier der Jansen Sie ja der Freiheit beraubt. Also nein, der war das nicht. Er war das. Wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte bis eben noch mit ihm in Urlaub fahren, weil ich so genervt bin von meiner Mutter und erwische ihn dann mit den ganzen scheiß Pelzen. Ich weiß nicht, was er damit machen wollte, aber das kann nicht sein. Ich bin im Tierschutz tätig, das sind alles Tiere, die sind illegal. Das heißt ja, das müsste ja dann so Luchs-Ozelot und... Was machen Sie mit den Katzenpelz oder was? Das geschützte Tierarten oder was? Er wollte damit halt ein bisschen Geld verdienen nebenbei und ja. Brauchte das Geld dringend und hat die halt nach Russland exportiert. Ja, Sie werden lachen, wie häufig ich sowas höre. Jetzt nicht unbedingt mit Russland, aber... Die Freund, ey, die war nur ein Zeitvertreib für mich. Freund... Ja, das sind ja ganz tolle Verhältnisse. Vor allem, Sie sind auch so eine helle Blitzbirne. Ne? Also wenn Sie die nach Russland exportieren, dann kriegen Sie die tausendmal günstiger. Wirklich. Also, das ist für genau. Zoll, ne? Ja. Mal ziehen wir Zoll direkt dazu. Mal zwei als Einsatzmittel wegen der Mitarbeiterin hier. Auf der Wache informieren die Beamten die Angehörigen der jungen Frau. Christian Reuter gibt der Mutter dabei noch einen gut gemeinten Ratschlag mit auf den Weg. Vielleicht ist Ihre Vorahnung dann doch... gar nicht so sehr schlecht. Wenn man Mutter ist. Ja, man fühlt das. Recht, ja, man fühlt das einfach. Ja, aber dann sind Sie erstmal froh, dass
Ja, aber ich möchte meine Tochter gerne sehen. Ich will wissen, ob alles in Ordnung ist. Selbstverständlich. Die Kollegen sind jetzt vor Ort. Das wird jetzt mit Sicherheit geklärt. Und dann können Sie natürlich dahin fahren. Aber vielleicht können Sie da auf Ihre Mutter mal ein bisschen einwirken. Mal ein bisschen runterfahren in allem. Dann ist Ihre Tochter auch offener. Ja. Ne? Und so treiben Sie es im Prinzip nur raus. Nein, ist klar. Aber ich möchte jetzt zu meiner Tochter. Ja? Ja. Dann können Sie, nehmen Sie aber hier Ihre Sachen mit. Und wenn noch mal so was sein sollte, mehr dann nimm du so. Sprechen. Beide Männer erhalten Anzeigen.